Hier habe ich bei dem Lied, das passte irgendwie so schön, das habe ich gerade so aktuell gehört, als gerade der die Enderwelt, ne? Als das Ende, genau, die End bei Minecraft kam. Also halt auch mit dem Enderdrachen und so. Und da dachte ich, das wäre so ein klasse, Dings. Takedown Kassette. Ja, ich will aber oben bleiben. Das wäre halt so ein super Dings gewesen. So ein klasse Lied wirklich dafür. Fürs Ende, weil das halt so wirklich... Alter! Was willst du eigentlich von mir, hä? Hast du irgendwie ein Problem oder so? Mann! So, jetzt brauche ich Gegner. Wieder mal. Naja, auf jeden Fall ist es... Passt das irgendwie... Hat das so schön gepasst. So mit Drache. Im Land, wo... da im... im Land, wo die Drachen... ja, rulen, ne? Beherrschen, wo der die Drachen herrschen. Und auch so irgendwie so im Land, im Land, wo wir das wir beschützt haben von vor allem Kreaturen, die dunkel und keine Ahnung was sind, cruel, ist irgendwas auch böse irgendwie so, ne? Das wären dann die Zombies und Creeper und Skelette und so. Und dann ist man defenseless in der da, wo die Drachen eben herrschen. Naja, was die hätten noch machen können, also bei dem Spiel jetzt, hier bei Burnout, dass die auf der E88 noch irgendwo eine Tanke oder sowas hinbauen können. Klar ist das nicht unbedingt so von so das Logischste oder beziehungsweise das Realistischste, dass direkt hier eine Tanke ist. Aber ich meine, warum nicht? Ist auch nicht so realistisch, dass in so einer relativ kleinen Stadt irgendwie 20, nein, nicht 20, ja schon sehr viele Werkstätten sind. Oder so viele Schrottplätze. Ich meine, unsere Stadt hat nicht mal einen Schrottplatz, glaube ich. Wir haben Klärwerk, klasse, aber wir haben keine, aber keinen Schrottplatz. Glaube ich, oder? Also so einen richtigen Schrottplatz, wo man Schrott kaufen kann, nicht. Aber wir haben irgendwo so ein, glaube ich, eine... da kann man Müll hinbringen, einfach so. Großen Scheißmüll. So, kritisch? Nee, noch nicht. Aber ich will jetzt kurz hier runter. Nein. Warum ist das ein Totalschaden, verdammt? Oh, und jetzt bin ich wieder oben. Das ist doch Murks. Umdrehen. Runter. Fick dich, du Penner. Hey, warum drücke ich auf Abbrechen? Mann. Mhm. Warum fährst du auf die Gegenfahrbahn? Das ist doch bescheuert, du Arsch. So, ich versuche wieder auf die I88 zu kommen. Bitte jetzt irgendwie schlau sein. Ja, bist nicht schlau, danke. Dass du dumm bist. Ah, das ist wahrscheinlich nicht auf die 88. Doch, oh, danke. So. Gut, dann wollen wir es erstmal versuchen. Das einzig eben Unpraktische auf der I88 ist, dass man keine... Wow, keine Werkstatt in der Nähe hat.
Da muss man dann halt immer irgendwo runter. Das ist natürlich nicht so praktisch dann, aber naja. So. So, schön noch ein bisschen rumgrinden hier. Ich verbinde Grinden immer mit Skateboard fahren. Aber Grind ist einfach nur, glaube ich, ein englisches Wort. Logisch eigentlich. Klingt schon englisch. Und Rums. Ja. Yeah. Ah, ich war zu schnell für den Penner. Hurensohn. Mano, du bist ein Penner. Ich sehe nichts. Der fährt aber glücklicherweise alleine durch. Na komm. Mann, warum fliegst du nicht so weit, dass du den triffst? So, ich mach ein bisschen leiser so. Sonst ist die Musik zu laut. Hm. Okay. Naja, ich bin zu schnell. Das ist mir definitiv zu viel. Geschwindigkeit. Jetzt bin ich dafür zu langsam, den zu treffen. Bleibt doch alle mal ein bisschen stehen. Und der fährt jetzt runter. Tschüss. Ich verstehe nicht, warum die hier geradeaus runterfahren. Das ist immer dumm. Und da fahren sie wieder hoch. Alter! Leute, ich möchte gerne irgendjemanden vernichten. Jetzt, sofort. Jetzt müsste eigentlich das Lied Zerstören von Rammstein kommen. Ich muss zerstören. Das wird jetzt passen, aber das kommt. Rums, irgendwen einfach voll vernichten. Mann, hier fahren so viele Leute Autos. Ich weiß gar nicht, wie viele hier mitfahren. Dab, dab, dab. Schnabbalabub, die Bab. Treffen. Danke. Rausch. Rausch. Aber wir haben immerhin schon mal mehr als, hallo? Wir haben immerhin schon mal mehr Takedowns als eben, als wir verloren haben. Da hatten wir 16, jetzt haben wir schon 19 und sind, glaube ich, noch keinmal zerstört worden. Außer ich habe natürlich was verplant, das kann natürlich auch sein, aber... Gut, das passt, das passiert mir ständig, aber ich meine... So. Wie schön einfach... Wir fahren einfach ganz normal. Das sah gerade aus, als wenn wir... Zwar ein bisschen zu schnell hier für die anderen Autos, aber wir sind eigentlich... schön einfach nur auf der Autobahn gefahren. Mehr nicht. Okay, wir haben gerade einen Takedown kassiert. Ist mir ganz ruhig. Ist egal. Ist nicht so schlimm. War natürlich ärgerlich, aber... So, das ist auch ein bisschen blöd an der I-88. Ja. Die I-88 ist es, glaube ich, ne? Ja. Expressway. Ne, der eigentlich. Eigentlich der Expressway, aber egal. Dass hier nicht dauerhaft auf beiden Seiten eine Wand ist. So, wie hier zum Beispiel jetzt. Auf der einen Seite ist immer, beziehungsweise fast immer, es gibt auch Stellen, zum Beispiel hier ist jetzt rechts keine Wand. Das ist immer kacke. Ich habe gar kein Gas mehr gegeben, total nach rechts gelenkt, aber man fährt trotzdem schnurstracks gegen die Wand. Tschüss. Okay. So, und wieder runter. So, irgendjemanden. Ist auch egal. Danke. So, bitte jetzt. Ich muss durch sein. Danke. Zumindest so weit durch, dass ich nicht nochmal irgendwas irgendwie hinlecken. Da zum Beispiel ist auch gefährlich. Da kann man gut runterfallen. Und das ist immer sehr unpraktisch, weil ich gerne auf die I-88 bleibe dann. Wenn ich schon mal oben bin, dann... Oh Gott, wir brauchen noch 10. Mann, Mann, Mann. Das dauert ewig, ey. Ach ja. 2,5, dann komme ich, bei 2,5 Stunden bin ich, glaube ich, bei 100... Oder nee, waren das 3 Stunden? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja genau, 3 Stunden waren es, glaube ich.